wieder eine Newcomer-TV-Sendung. Willkommen zu dieser wunderbaren Sendung. Wahrscheinlich habt ihr euch jetzt eingekuschelt zu Hause und seid gespannt, was ihr heute sehen werdet. Wir gehen zurück zur Virusmusik-Radioshow, die am 22. Dezember live aus der Batschgab übertragen wurde. Und dort waren 7 Acts zu sehen, ja. Und wir packen da jetzt immer 2 zusammen von diesen Acts. Es war ein total tanziger, wahnsinnswilder Abend und es lag ein bisschen Schnee auf der Straße und manchmal bin ich auch ausgerutscht, aber davon will ich euch nicht berichten. Ich möchte euch die erste Band vorstellen, nämlich Gwendoline und Toy Boys. Das ist eine Band, die ich bei einem Konzert, was wir mit dem offenen Haus der Kulturen am Unicampus, an der Bockenheimer Campus veranstaltet haben, Ende Oktober, genau, das letzte Oktoberwochenende. Und ich kannte die Band gar nicht, sie wurde mir empfohlen und ich war so geflasht von diesem Konzert, dass ich euch unbedingt jetzt einen Ausschnitt ihres Konzertes von der Virusmusik-Radioshow zeigen möchte und ich gehe davon aus, ihr seid genauso geflasht von dieser Band wie ich bzw. wir es sind. Ein Riesenapplaus von euch für Gwendoline und Toy Boys. Never as uncool as when you meet up with old friends. Never as uncool as when they ask you, and now it depends on your taste of new music. Never as uncool as when you meet up with them. Never as lonely. Sun burns down on you through the closed curtains of your little city room when you know the day is long and there are lots of things to do. Miles away, miles away, miles away, miles away.
Danke. Das war ein Lied über die Großstadt und wie schwer es ist, da zu leben. Und über eine verflossene Liebe von mir, von der ich mich immer frage, ob ich die nochmal treffe. Der hat irgendwann einfach aufgehört, mit mir zu reden. True Story. Beautiful and safe and warm, holding my own beloved baby, and have your kisses on my arm. Ooh, every dream seems lost to you. Ooh, every smile looks helpless. Dass heute Abend irgendwann mein Oberteil aufgeht. Ich hoffe, das entspricht den YouTube-Richtlinien. Das nächste Lied ist von Tilly geschrieben.
und ist auf unserer EP, die am 7. Januar erscheint. Ja, sweet. Hallo an alle, die sich getraut haben, trotz Omikron zum Konzert zu gehen. I don't know if I would be here if this wasn't my own concert. aber wir sind sehr froh, hier zu sein. In der Butch Cup. Wow. Das nächste Lied ist auch auf der EP. Mit Intro. Auf Bänder gesprochen, ich schneide sie zusammen und ich spule sie auf. Ich sammle dein Schweigen, diese ewige Ruhe. Und bin ich traurig, höre ich ihm zu. Dies ist der Freiraum, den ich immer wollte. Ich höre, was du sagst, und es ist immer gut. Dies ist der Weg, den ich immer wollte. Mir den Mut.
Grüße gehen raus an Martin Junge von EA80. Ja, das ist ein Lied von EA80, was wir neu aufgelegt haben. Jetzt kommt die kurze Umbau- und Umstimmpause. So, Kinder, bevor ich diesen Song spiele, erzähle ich immer eine Story, weil der Song handelt im groben Sinne davon, wie es ist, in dieser Gesellschaft eine Frau zu sein und mit was man so konfrontiert wird. Ich sehe hier viele junge Frauen sitzen. Ihr kennt es bestimmt alle auf die eine oder andere Weise. Ich erzähle heute wieder die Geschichte, die mir selbst passiert ist oder eine der vielen, die ich repräsentativ dafür finde, wie viel immer noch im Argen liegt. Ich war bei einer Casting-Agentur, als ich 21 war, also vorgestern, und wollte da in die Kartei, weil mich jemand dahin überwiesen hatte. Es war keine Model-Agentur, es war eine Schauspielagentur, und so ein schmerbäuchiger Typ mit, wie hieß der nochmal, Gildo Horn-Frisur, hat mich empfangen irgendwie und meinte, ja, steh mal auf. Mustert mich von oben bis unten, ja, okay, ja, dreh dich mal um. Ich würde mich heute nie wieder umdrehen für diesen Wichser, aber ich habe das gemacht. Dreh mich so im Kreis und er so, ja, also wir können dich gerne in die Kartei aufnehmen, kostet halt was, aber also ich sag dir, du bist nicht gerade die Schlankste und außerdem gibt es viele junge Frauen, die sind jünger als du und haben schon viel mehr Erfahrung und sind dünner, also deine Chancen sind bei null. Und ich so, okay, tschüss. Ja, und dieser Song geht über solche Erlebnisse und darüber, dass ich nach wie vor versuche, mich davon nicht kleinkriegen zu lassen, auch wenn es nicht einfach ist. Sugar 400, butter 741, sugar 400, butter 741, sugar.
girl's career is not her choice. It is a show of power until old age and children born will catch up to devour. Butter 741, sugar 400, butter 741, sugar 400, butter 741, sugar. Ihr seid so sweet. Also, bis auf ein Lied spielen wir quasi die EP heute durch. Der nächste Song ist auch auf der EP. Ja, versucht mal rauszufinden, worum es geht. Ist immer ganz interessant zu hören. Ich
versuchst. Vielleicht ist es einfacher, allein zu sein. Bist du ein Boy oder ein Girl Scout? Wie wär's, wenn du dich das nächste Mal ausziehst und mich ansiehst und dich hinkniest und was vorliest? Wie wär's, wenn du dich einfach ausziehst und mich ansiehst und dich hinkniest und was vorliest? Ich seh dich im Schlaf. Du bist sehr schön. Und dass ich dich nicht berühre, auf jeden Fall der beste Song, um nochmal mein Oberteil aufzumachen. Der nächste Song ist wieder für Frauen, aber auch für alle anderen, die sich angesprochen fühlen eigentlich. Er heißt I Want to Be Her. Nicht I Want to Be Heard. Nicht I Want to Be Heard. I Want to Be Her. Ich will ihr sein. Ich sehe tatsächlich ziemlich oft Frauen, die ich viel cooler und schöner finde als mich. Und it's something we have to get over. Girls, right? Ja, ihr seid natürlich alle wunderschön. But so am I, I guess. Ready. Fucked up drunk is what I want to be. What I need to be alright is a little bit of her in me. The way your hair falls, the way your sweat drips, the way you bite your torn red wet lips, the way you hold your cigarette, the way you fake a smile, the way your eyes roll when you fake, the way that you get high. Touch the cold ground without feeling your fingers. The way you look back up at me with fingers.
sound asleep is what I want to be. And what I need to be alright is a little bit of her in me. Girls, der Song ist auf meiner ersten EP. Die heißt Things to Tell a Crying Girl, passenderweise. Der nächste Song ist schon unser letzter Song, weil ja noch so viele andere tolle Bands nach uns kommen. Wirklich tolle Bands. Der heißt Lame Ghost und der ist im Endeffekt ein Fuck you an alle Leute, die mir jemals sagen wollten, was ich machen soll. Running in the same spot, haunted by the same ghost. Guess it must be a lame ghost, or am I just easily haunted? Why does everyone feel so entitled to tell me what to do with my Hallo Gwen. Hi. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja, euch zu sehen, weil ich habe euch das erste Mal gesehen war, am 30. Oktober beim regenkalten Gig vor dem offenen Haus der Kulturen. Ich hatte vorher euch gar nicht so auf dem Schirm, sondern wir haben einfach gefragt, was passt und so. Und dann kam dein Name sehr schnell ins Spiel. Und dann habe ich mir die Sachen auf deiner Seite angehört und war total fasziniert. Und live hat es mich total umgehauen. Wie machst du das? Was? Ich singe. Dass du die Menschen so in deinen Bann ziehst, weil du, das ist schon eine Magie, die ausstrahlt als Band und auch du als Frontfrau. Oh wow, ich bin so geschmeichelt. Doch, danke. Ehrlich. Also ich mache das einfach damit, dass ich so die Gefühle, die ich habe, kombiniere mit
Übertriebenen Outfits. Ja, das passt auch total. Ich meine, das Bandfoto von euch ist auch so, das ist halt, man weiß nicht genau, das ist ja so queermäßig, sagt man. Ja, sagt und man. Das ist ein spannendes Element auf jeden Fall ja. in der Musik und das bringt ja auch musikalisch. Du hast deine Roots sind in Kanada, oder? Nee, also ich komme ursprünglich aus Berlin und ich war die letzten Jahre auch in Berlin und zwischendrin auch an der East Coast der USA. Ah, okay, genau. Dann habe ich da was durcheinander gebracht. Ja. Kanada wäre sehr schön, das soll noch kommen. Ich würde gerne an die West Coast und nach Vancouver und so, ja. Wie ist es denn, also du bist jetzt, wie lange hier in Frankfurt, in Darmstadt, ne? Also genau, ich wohne in Darmstadt, meine Band, also die Toy Boys wohnen in Frankfurt. Wie habt ihr euch kennengelernt, Toy Boys und Gwen Dolin? Ja, wir haben uns jetzt eigentlich vor einem Jahr kennengelernt und es war genau, Gwen ist ja aus Berlin wieder nach Darmstadt gekommen und hat eine EP veröffentlicht und ich habe damals auch schon in Darmstadt in verschiedenen anderen Bands gespielt und dann haben wir uns irgendwie so darüber connected. Ich glaube, du hast irgendwann dann bei Instagram geschrieben, dass du eine Band suchst und dann hat es dann auch meiner Band direkt geschrieben und dass du MusikerInnen suchst und so und dann... Und Tilly hat gesagt, ihr hattet mich auch schon auf dem Schirm. Genau, wir hatten das mitbekommen, dass du ein DLP gemacht hast und dann haben wir uns irgendwie so connected und das hat gleich perfekt gepasst. Ja. Weil, ich meine, es war also kein Casting, kein besonders tolles Casting, was euch zusammengebracht hat, weil es passt alles so. Also ihr seid jeder von der Band eine ganz skurrile eigene Figur, spielt auf der Bühne, nicht spielt, sondern ist eine Bühnenfigur. Jeder von, weil das hat man bei vielen Bands, die auch eine tolle Musik machen, vermisst man das so ein bisschen, dass sie so eine Bühnenfigur entwickeln. Und das ist, macht euch sehr viel Spaß, eine Bühnenfigur zu entwickeln, oder? Ja, total. Also wir machen es auch gar nicht so bewusst. Also wir ziehen uns einfach auch irgendwie so an, wie es uns gefällt und sind so, wie wir gerne sind. Und ja, also es ist jetzt ihr seid mit aktuellem Album unterwegs, das heißt, du machst auch Kassetten? Also ich habe die Kassetten nicht gemacht, das war Mummy's Mistakes Records. Okay. Das ist so ein kleines Label aus Berlin, die machen exklusiv Tapes. Und weil seit der Corona-Pandemie die Plattenfabriken komplett überlaufen, habe ich da direkt Ja gesagt, damit es halt auch mal was Analoges gibt von mir. Und unsere EP, die am 7. Januar rauskommt, die wird es auch auf Vinyl geben, aber auch erst später, weil die Fabriken irgendwie alle ewig Wartezeit haben. Ich weiß. Ja. Nächstes Jahr 22, was geht? Ich wünschte, ich könnte das jetzt schon sagen. Wir haben einen ganz, ganz tollen Gig auch hier in der Batschkap schon geplant mit einem super tollen Künstler. Aber das darf ich noch nicht verraten. Alles klar. Ja. Ihr werdet heute den Abend eröffnen. Habt ihr ein spezielles Programm für die Batschkap oder ist es ähnlich wie vor dem offenen Haus der Kulturen? Also ist es heute natürlich ein bisschen anders, weil es drinnen ist und nicht uns auf die Köpfe regnet. Das ist schon ziemlich cool. Außerdem sind tolle Ballons auf der Bühne. Gell? Ja. Tolle Bubbles. Tolle Bubbles. Ich muss heute keine Jacke tragen. Ja. Robert wird sich auch noch entkleiden. Tilly sowieso. Der nackte Robert. Ja, genau. Also, das ist ja unglaublich. Genau, die Toy Boys werden auf jeden Fall schön aussehen. Ja, auf jeden Fall. Und die Songs sind, das Set ist das, was wir auch bei euch gespielt haben. Perfekt. Weil es eine halbe Stunde gehen sollte. Ja. Ich danke euch für den kleinen Einblick. Ein Riesenapplaus für Gwen Dolin und Toy Boys. Vielen Dank. Und jetzt...